begrüße Sie herzlich, liebe Zuschauer, Zuhörer auf unserer Akademie Art d'Hommage. Und wir werden uns noch eine Weile mit dem Thema Devachan beschäftigen. Es ist natürlich auch nur eine sehr intellektuelle Ebene, mit der wir das jetzt hier tun. Aber sie hilft uns schon, in Dimensionen hereinzuschnuppern, die uns natürlich erwarten, wenn wir über die Schwelle gegangen sind. Die sieben Regionen des Devachans habe ich nochmal hier genommen. Also dieses heutige Gedankenbild stammt von Rudolf Steiner im Großen und Ganzen. Denn ich habe das jetzt gerne mal dazwischen geschoben, bevor wir dann wieder zu Arthur Edward Powell übergehen, über die Devachan-Ebene. Das sind wieder andere Belichtungen und alles zusammen ergibt ja wirklich so viel, also Aspekte, die uns eigentlich alle interessieren dürften. Und Sie wissen ja auch, dass wir weder Anthroposophen sind, noch Theosophen, noch sonst irgendwas. Wir bewegen uns da ganz frei in unserer Akademie auf der inneren Suche und sind eine okkulte Schule, also wo wir uns mit diesen Bereichen der Esoterik beschäftigen, schon auf wirklich einem Niveau für eher Fortgeschrittene. Also man muss schon wirklich auch dafür sich bereit gemacht haben, durch andere Ebenen hindurch der Erkenntnisse und der Kenntnisse. Also das Devachan und genauso die Astralebene, die Mentalebene, besteht in unserem Universum eben aus sieben Regionen. Und diese Regionen sind sehr unterschiedlicher Art. Die vier unteren Bereiche werden gemeinsam unter dem Begriff Niederes Devachan zusammengefasst. Hier finden sich dann in aufsteigender Reihenfolge die ausgeformten geistigen Urbilder der physischen Welt. Wir kennen das ja ein bisschen auch von Platon, die Welt der Ideen, und daher hat er sie entnommen. Also das sind die Urbilder des Lebendigen und auch die Urbilder übrigens des Seelischen, was vielleicht etwas ganz Neues ist. Dort sind die Urbilder, denn alles, was wir fühlen und wissen und erkennen, das ist irgendwie im Keim alles schon angelegt, wie wir sehen werden. Die vierte Region des Geisterlandes, die auch als Akasha bezeichnet wird, ist die Quelle der urbildlichen Gedanken, weil man es hier mit ausgeformten Urbildern zu tun hat. Wird das niedere Devachan auch als Rupa Devachan bezeichnet. Das heißt in Sanskrit eben Rupa, die Form. Die drei untersten Regionen des niederen Devachans entsprechen dabei den drei äußersten Planetensphären, beginnend mit der Marssphäre, die vierte Region, in der die Quelle der urbildlichen Gedanken liegt. Und das reicht bereits schon über unser Planetensystem hinaus. Die drei höchsten Regionen des Geisterlandes bilden gemeinsam das höhere Devachan oder Arupa Devachan, wiederum unform, ungeformt, formlos genannt. Und geht, also die Theosophie hat ja im 19. Jahrhundert nach Madame Blavatsky diese Ausdrucksformen eben übernommen. Hier sind in aufsteigender Reihe die noch ungeformten Keimpunkte des Seelischen, des Lebendigen und des Physischen beheimatet. Gelegentlich wird das höhere Devachan von Rudolf Steiner auch als die übergeistige Welt bezeichnet.
Also wir gehen es jetzt noch mal durch, die sieben Ebenen. Erstens die geistigen Urbilder der physischen Welt, das Kontinentalgebiet des Geisterlandes, der Marssphäre. Zweitens die Urbilder des Lebendigen, das Meeresgebiet, der Ozean, der geistigen Welt, der Jupitersphäre. Drittens die Urbilder des Seelischen, der Luftkreis, der himmlischen Sphäre, die Saturnsphäre. Dann viertens die Quelle der urbildlichen Gedanken. Diese Region wird auch als Akasha bezeichnet. Fünftens die Keimpunkte des Seelischen. Sechstens die Keimpunkte des Lebendigen. Siebtens die Keimpunkte des Physischen. An der Grenze zwischen unterem und oberen Devachan liegt alles, was jemals von geistigen Wesen gedacht wurde. Zitat von Steiner, also der Text ist jetzt direkt von ihm. Vor allen Dingen muss betont werden, dass diese Welt aus dem Stoff, also wobei das Wort Stoff natürlich hier in einem uneigentlichen Sinne gebraucht wird, gewoben ist, aus dem der menschliche Gedanke besteht. Aber so wie der Gedanke im Menschen lebt, so ist er nur ein Schattenbild, ein Schemen seiner wirklichen Wesenheit. Wie der Schatten eines Gegenstandes an einer Wand sich zum wirklichen Gegenstand verhält, der diesen Schatten wirft, so verhält sich der Gedanke, der auch im menschlichen Kopf erscheint, zu der Wesenheit im Geisterland, die diesem Gedanken entspricht. Wenn nun der geistige Sinn des Menschen erweckt ist, dann nimmt er diese Gedankenwesenheit wirklich wahr, wie das sinnliche Auge einem Tisch oder einem Stuhl wahrnimmt. Er wandelt in einer Umgebung von Gedankenwesen. Das sinnliche Auge nimmt den Löwen wahr und das auf sinnlich gerichtete Denken bloß den Gedanken des Löwen als ein Schemen, als ein schattenhaftes Bild. Das geistige Auge sieht im sogenannten Geisterland den Gedanken des Löwen, so wirklich wie das sinnliche den physischen Löwen. Wieder kann hier auf das schon bezüglich des Seelenlandes gebrauchte Gleichnis verwiesen werden. Wie dem operierten Blindgeborenen auf einmal seine Umgebung mit den neuen Eigenschaften der Farben und des Lichtes erscheint, so erscheint demjenigen, der sein geistiges Auge gebrauchen lernt, die Umgebung mit einer neuen Welt erfüllt, mit der Welt lebendiger Gedanken oder Geistwesen. In dieser Welt sind nun zunächst die geistigen Urbilder aller Dinge und Wesen zu sehen, die in der physischen und in der seelischen Welt vorhanden sind. Man denke sich das Bild eines Malers im Geiste vorhanden, bevor er es gemalt hat. Dann hat man ein Gleichnis dessen, was mit dem Ausdruck Urbild gemeint ist. Es kommt hier nicht darauf an, dass der Maler ein solches Urbild vielleicht nicht im Kopf hat, bevor er es malt, dass er es während der praktischen Arbeit nach und nach vollständig entstehen lässt. In der wirklichen Welt des Geistes sind solche Urbilder für alle Dinge vorhanden und die physischen Dinge und Wesenheiten sind Nachbilder dieser Urbilder. Wenn derjenige, welcher nur seinen äußeren Sinnen vertraut, diese urbildliche Welt leugnet und behauptet, die Urbilder seien nur Abstraktionen, die der vergleichende Verstand von den sinnlichen Dingen gewinnt, so ist das begreiflich,
Denn ein solcher kann eben in dieser höheren Welt nicht wahrnehmen. Er kennt die Gedankenwelt nur in ihrer schemenhaften Abstraktheit. Er weiß nicht, dass der geistig Schauende mit den Geisteswesen so vertraut ist, wie er selbst mit seinem Hund oder seiner Katze, und dass die Urbilderwelt eine weitaus intensivere Wirklichkeit hat als die sinnlich-physische. Allerdings ist der erste Einblick in dieses Geisterland noch verwirrender als derjenige in die seelische Welt. Denn die Urbilder in ihrer wahren Gestalt sind ihren sinnlichen Nachbildern leider sehr unähnlich. Ebenso unähnlich sind sie aber auch ihrem Schatten, dem abstrakten Gedanken. In der geistigen Welt ist alles in fortwährender, beweglicher Tätigkeit, in unaufhörlichem Schaffen. Eine Ruhe, ein Verweilen an einem Ort, wie sie in der physischen Welt vorhanden sind, gibt es dort nicht. Denn die Urbilder sind schaffende Wesenheiten. Sie sind die Werkmeister alles dessen, was in der physischen und seelischen Welt entsteht. Ihre Formen sind rasch wechselnd, und in jedem Urbild liegt die Möglichkeit, unzählige, besondere Gestalten anzunehmen. Sie lassen gleichsam die besonderen Gestalten aus sich hervorsprießen. Und kaum ist die eine erzeugt, so schickt sich das Urbild an, eine nächste aus sich hervorquellen zu lassen. Und die Urbilder stehen miteinander in mehr oder weniger verwandtschaftlicher Beziehung. Sie wirken nicht vereinzelt. Das eine bedarf der Hilfe des anderen zu seinem Schaffen. Unzählige Urbilder wirken oft zusammen, damit diese oder jene Wesenheit in der seelischen oder physischen Welt entstehe. Außer dem, was durch geistiges Sehen in diesem Geisterland wahrzunehmen ist, gibt es hier auch noch etwas anderes, das als Erlebnis des geistigen Hörens zu betrachten ist. Sobald nämlich der Hellsehende aufsteigt aus dem Seelen in das Geisterland, werden die wahrgenommenen Urbilder auch klingend. Wir sprachen ja schon darüber. Dieses Klingen ist ein rein geistiger Vorgang. Er muss ohne alles Mitdenken eines physischen Tones vorgestellt werden. Der Beobachter fühlt sich wie in einem Meer von Tönen. Und in diesen Tönen, in diesen geistigen Klingen, drücken sich die Wesenheiten der geistigen Welt aus. In ihrem Zusammenklingen, ihren Harmonien, Rhythmen und Melodien prägen sich die Urgesetze ihres Daseins, ihre gegenseitigen Verhältnisse und Verwandtschaften aus. Was in der physischen Welt der Verstand als Gesetz, als Idee wahrnimmt, das stellt sich für das geistige Ohr als ein geistig-musikalisches dar. Die Pythagoreer nannten daher diese Wahrnehmung der geistigen Welt Sphärenmusik. Wir hatten ja von Arthur Edward Powell eben auch diesen Vortrag letztens über Musik und Kunst, dieses ewige Kunstschaffen ja eigentlich. Dem Besitzer des geistigen Ohres ist diese Sphärenmusik nicht bloß etwas Bildliches oder Allegorisches, sondern eine ihm wohlbekannte geistige Wirklichkeit. Man muss nur, wenn man einen Begriff von dieser geistigen Musik erhalten will, alle Vorstellungen von sinnlicher Musik beseitigen, wie sie durch das stoffliche Ohr wahrgenommen wird. Und das ist sehr schwer.
Es handelt sich hier oben um geistige Wahrnehmung, also um eine solche, die stumm bleiben muss für das sinnliche Ohr. Madame Blavatsky oder Annie Besant sprechen ja auch von der Stimme der Stille. Und die Stille ist noch stiller als die gewöhnliche Stille. In den folgenden Beschreibungen des Geisterlandes sollen der Einfachheit halber die Hinweise auf diese geistige Musik weggelassen werden. Man kann sich nur vorstellen, dass alles, was als Bild, was als ein Leuchtendes beschrieben wird, zugleich immer auch ein Klingendes ist. Jeder Farbe, jeder Lichtwahrnehmung entspricht ein geistiger Ton. Und jedes Zusammenwirken von Farben entspricht eine Harmonie, eine Melodie und so weiter. Man muss sich nämlich durchaus vergegenwärtigen, dass auch da, wo das Tönen herrscht, das Wahrnehmen des geistigen Auges nicht etwa aufhört. Es kommt eben das Tönen zu dem Leuchten hinzu. Wo von Urbildern in dem Folgenden gesprochen wird, sind also die Urtöne hinzuzudenken. Auch andere Wahrnehmungen kommen hinzu, die gleichnisartig als geistiges Schmecken und so weiter bezeichnet werden können. Also wahrscheinlich alle Sinne. Und so soll hier auf diese Vorgänge eben im Einzelnen jetzt nicht eingegangen werden, da es sich darum handelt, eine Vorstellung von dem Geisterlande durch einige aus dem Ganzen herausgegriffene Wahrnehmungsarten darin zu erwecken. Nun ist zunächst notwendig, die verschiedenen Arten der Urbilder voneinander zu unterscheiden. Auch im Geisterland hat man eine Anzahl von Stufen oder Regionen auseinanderzuhalten, um sich hier zu orientieren. Auch hier sind, wie in der Seelenwelt, die einzelnen Regionen nicht etwa schichtenweise übereinander gelagert zu denken, sondern sich gegenseitig durchdringend und durchsetzend. Die erste Region enthält die Urbilder der physischen Welt, insofern diese nicht mit Leben begabt ist. Die Urbilder der Mineralien sind hier zu finden, ferner die der Pflanzen, diese aber nur insofern, als sie rein physisch sind. Also insofern man auf das Leben in ihnen noch keine Rücksicht nimmt. Ebenso trifft man hier die physischen Tier- und Menschenformen an. Damit soll dasjenige nicht erschöpft sein, was sich in dieser Region befindet. Es soll nur durch naheliegende Beispiele illustriert werden. Also diese Region bildet das Grundgerüst des Geisterlandes. Es kann verglichen werden mit dem festen Land unserer physischen Erde. Es ist sozusagen die Kontinentalmasse des Geisterlandes. Seine Beziehung zur physisch-körperlichen Welt kann nur vergleichsweise beschrieben werden. Man bekommt eine Vorstellung davon etwa durch Folgendes. Man denke sich irgendeinen begrenzten Raum mit physischen Körpern der mannigfaltigsten Art ausgefüllt. Und nun denke man sich diese physischen Körper weg und an ihrer Stelle Hohlräume in ihren Formen. Die früher leeren Zwischenräume denken man sich aber mit den mannigfaltigsten Formen ausgefüllt, die zu den früheren Körpern in mannigfachen Beziehungen stehen. So etwa sieht es in der niedrigsten Region der Urbilderwelt aus. Also es ist quasi ein Negativ, würde ich mal so sehen. In ihr sind die Dinge und Wesen, die in der physischen Welt verkörpert werden, als Hohlräume vorhanden. Und in den Zwischenräumen spielt die
bewegliche Tätigkeit der Urbilder und auch der geistigen Musik sich ab. Bei der physischen Verkörperung werden nun die Hohlräume gewissermaßen mit physischem Stoff erfüllt. Wer zugleich mit physischem und geistigem Auge in den Raum schaut, sähe die physischen Körper und dazwischen die bewegliche Tätigkeit der schaffenden Urbilder. Die zweite Region des Geisterlandes enthält die Urbilder des Lebens. Aber dieses Leben bildet hier eine vollkommene Einheit. Als flüssiges Element durchströmt es die Welt des Geistes gleichsam, als Blut, alles durchpulsend. Es lässt sich mit dem Meer und mit den Gewässern der physischen Erde etwas vergleichen. Seine Verteilung ist allerdings ähnlicher der Verteilung des Blutes in dem tierischen Körper als derjenigen der Meere und Flüsse. Fließendes Leben, aus Gedankenstoff gebildet, so könnte man diese zweite Stufe des Geisterlandes bezeichnen. In diesem Element liegen die schaffenden Urkräfte für alles, was in der physischen Wirklichkeit als belebte Wesen auftritt. Hier zeigt es sich, dass alles Leben eine Einheit ist, dass das Leben in dem Menschen verwandt ist mit dem Leben aller seiner Mitgeschöpfe. Als dritte Region des Geisterlandes müssen die Urbilder alles Seelischen bezeichnet werden. Man befindet sich hier in einem viel dünneren und feineren Element als in den beiden ersten Regionen. Vergleichsweise kann es als der Luftkreis des Geisterlandes bezeichnet werden. Alles, was in den Seelen der beiden anderen Welten vorgeht, hat hier sein geistiges Gegenstück. Alle Empfindungen, Gefühle, Instinkte, Leidenschaften und so weiter sind hier auf geistige Art noch einmal vorhanden, wie eben vorher in der Astralsphäre. Die atmosphärischen Vorgänge in diesem Luftkreis entsprechen den Leiden und Freuden der Geschöpfe in den anderen Welten. Wie ein leises Wehen erscheint hier das Sehnen einer Menschenseele. Wie ein stürmischer Luftzug, ein leidenschaftlicher Ausbruch. Wer über das hier in Betracht kommende sich Vorstellung bilden kann, der dringt tief ein in das Seufzen einer jeglichen Kreatur, wenn er seine Aufmerksamkeit darauf richtet. Man kann hier zum Beispiel sprechen von stürmischen Gewittern mit zuckenden Blitzen und rollendem Donner. Und geht man der Sache weiter nach, so findet man, dass sich in solchen Geistergewittern die Leidenschaften einer auf der Erde geschlagenen Schlacht ausdrücken. Die Urbilder der vierten Region beziehen sich nicht unmittelbar auf die anderen Welten. Sie sind in gewisser Beziehung Wesenheiten, welche die Urbilder der drei unteren Regionen beherrschen und deren Zusammentritt vermitteln. Sie sind daher beschäftigt mit dem Ordnen und Gruppieren dieser untergeordneten Urbilder. Von dieser Region geht demnach eine umfassendere Tätigkeit aus als von den unteren. Die fünfte, sechste und siebente Region unterscheiden sich wesentlich von den vorhergehenden. Denn die in ihnen befindlichen Wesenheiten liefern den Urbildern der unteren Regionen die Antriebe zu ihrer Tätigkeit. In ihnen findet man die Schöpferkräfte der Urbilder selbst. Wer zu diesen Regionen aufzusteigen vermag, der macht Bekanntschaft mit den Absichten
die unserer Welt zugrunde liegen. Wie lebendige Keimpunkte liegen hier noch die Urbilder bereit, um die mannigfaltigsten Formen von Gedankenwesen anzunehmen. Werden diese Keimpunkte in die unteren Regionen geführt, dann quellen sie gleichsam auf und zeigen sich nun in den mannigfaltigsten Gestalten. Die Ideen, durch die der menschliche Geist in der physischen Welt schöpferisch auftritt, sind der Abglanz der Schatten dieser Keimgedankenwesen, der höheren geistigen Welt. Der Beobachter mit dem geistigen Ohr, welcher von den unteren Regionen des Geisterlandes zu diesen oberen aufsteigt, wird nun gewahr, wie sich das Klingen und Tönen in eine geistige Sprache umsetzt. Er beginnt, das geistige Wort wahrzunehmen, durch das für ihn nun nicht allein die Dinge und Wesenheiten ihre Natur durch Musik kundgeben, sondern in Worten, aber Worten in Anführungsstrichen, ausdrücken. Sie sagen ihm, wie man das in der Geisteswissenschaft nennen kann, ihre ewigen Namen. Man kann sich nun vorstellen, dass diese Gedanken Keimwesen zusammengesetzter Natur sind. Aus dem Element der Gedankenwelt ist gleichsam nur die Keimhülle genommen und diese umschließt den eigentlichen Lebenskern. Damit sind wir an die Grenze der drei Welten gelangt, denn der Kern stammt aus noch höheren Welten. Als der Mensch seinen Bestandteil nach in einem vorangehenden Abschnitt beschrieben worden ist, wurden für ihn dieser Lebenskern angegeben und der Lebensgeist und Geistesmensch als seine Bestandteile genannt. Auch für andere Weltwesenheiten sind ähnliche Lebenskerne vorhanden. Sie stammen aus höheren Welten und werden in die drei angegebenen versetzt, um ihre Aufgabe darin zu vollbringen. Hier soll nun die weitere Pilgerfahrt des menschlichen Geistes durch das Geisterland zwischen zwei Verkörperungen oder Inkarnationen verfolgt werden. Dabei werden die Verhältnisse und Eigentümlichkeiten dieses Landes noch einmal klar hervortreten. Bis zu dieser Stelle heute. Wir werden dann das nächste Mal da weitermachen. Es sind wunderschöne Gedanken, die wir hier empfangen dürfen von einem Menschen, der so hoch in die Verhältnisse blicken konnte. Und sind wir dankbar, dass wir das heute schon aufnehmen können und es sind vielleicht die wertvollsten Gedanken, mit die wir eines Tages mitnehmen können, mit unserem ganzen Erfahrungsschatz, den wir ja sowieso durch unser Alltagsleben haben. Aber das sind natürlich Gedanken, Bereiche, die wir aus unserem Alltagsschatz nicht entnehmen können. Da brauchen wir dann tatsächlich die Geisteswissenschaft und die Theosophie dazu. Ich danke Ihnen herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder bei uns sind.